wäre dann komplett überfordert, weil er gar nicht weiß, wem er zuerst zurückpingen soll. Das ist eine Distributed Denial of Service Attack, kurz DDoS, weil der Roblox-Server damit nicht klarkommt. Die Roblox-Server kommen aber mit so einer Anzahl an Anfragen locker klar, weil so viele Anfragen kriegen die Roblox-Server normalerweise. Das ist gar kein Problem. Ein Roblox-Server zu DDoSen ist richtig schwer, weil das sind riesige Servernetzwerke, die darauf ausgebaut sind, dass sie nicht gedDoSt werden können. Die haben auch DDoS-Schutz. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit schreiben, hier Ping und dann diese Adresse und das immer und immer wieder. Ich bräuchte mehrere Konsolen, die das machen, weil der wartet erstmal auf die Antwort. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache, dann wäre das immer noch keine DDoS-Attacke, weil der Server würde sich denken, hä, warum schickt er so viele Anfragen? Mir egal, mache ich einfach mit. Aber wenn dann, keine Ahnung, Millionen Anfragen gleichzeitig kommen, würden die Roblox-Server irgendwann sagen, okay, das ist eine DDoS-Attacke. Und wisst ihr, was passieren würde, wenn man Roblox DDoSen würde? Erstens, die Roblox-Server würden nicht nach 20 Millisekunden antworten. Und zweitens, nicht die Roblox-Services wären down, weil das sieht man ja hier, dass die ganzen Services von Roblox down sind. Nein, sondern die Roblox-Webseite wäre down, weil die wäre das Ziel von einer DDoS-Attacke. Wenn man Roblox einen Schaden zufügen will mit einer DDoS-Attacke, dann greift man nicht die Xbox-App an, dann greift man auch nicht den Asset Delivery Service an, dann greift man die Roblox-Webseite an, weil wenn die Webseite down ist, können die Spieler nicht mehr Roblox spielen. Und das ist ein viel einfacheres Ziel als einfach alle anderen Services außer die Website. Deswegen, es macht gar keinen Sinn, eine DDoS-Attacke in dem Ausmaß zu ziehen und die würde auch gar nicht funktionieren. Ich hoffe, wir haben den DDoS eindeutig aus der Welt geräumt. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ein DDoS ist. Craft, hast du verstanden, was ein DDoS ist? Ja, klar. Wunderbar.